Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim Einzelhaft Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Talk Radio Woche, die wie immer montags mit einer freien Themennacht beginnt. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, meldet euch hier bei uns, bei mir unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Pascal und Pascal ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Pascal. Hallo Domian. Hallo Pascal, um was geht's bei dir? Bei mir geht's um meine verstorbene Mutter, beziehungsweise ermordete Mutter. Ermordete Mutter? Ja. Wann ist was passiert? Das war vor 3 Jahren, am 11.05.2003. Ja. Da ist meine Mutter durch meinen Vater ermordet worden, weil meine Mutter einen neuen Freund hatte. Mhm. Wie genau war der Tathergang? Ich kann das nur von der Geschichte von meinem Vater vor Gericht, weil ich war selber nicht dabei, erzählen. Sie mussten sich morgens zum Grillen getroffen haben. Die wollten frühstücken erst. Gegen abends wollten sie dann grillen mit Freunden. Mhm. Also dein Vater und deine Mutter? Genau. Mhm. Zu der Zeit wohnte meine Mutter in einer Wohnung. Mhm. Sie hatte sich einen Monat früher eine Wohnung genommen, eine eigene. Mhm. Ja, tagsüber sollten auch noch Freunde kommen. Mhm. Wovon meine Mutter wusste, deshalb ist sie da auch hingefahren. Mhm. Ja, wo sie da ankam, sollte mein Vater wohl den Malteser als Bromittel genommen haben, um meine Mutter mit ins Auto einsteigen zu lassen. Den Malteser? Was? Der Malteser war der Hund von meiner Mutter. Ach so. Sie liebte ihn abgöttisch, also das war der Liebste von dem. Mhm. Ja, wo sie dann auch ins Auto eingestiegen ist, und dann sind sie losgefahren. Erstmal Richtung Aachen, ja. Koblenz dann und am Ende waren sie, die haben eine halbe Weltreise gemacht, waren sie in Gelsenkirchen. Ja. Und da muss es dann passiert sein, so gegen 10, 11 Uhr, mitten in der Nacht. Also er ist irre Kilometer mit ihr gefahren? Irre Kilometer. Einfach so rumgefahren? Ja, warum weiß keiner, hat er auch vor Gericht leider nicht gesagt. Ja. Was hat er denn dann getan? Ja, er hat sich denn nach seiner selberen Sprache her richtig was angetrunken, wollte meine Mutter zur Rede stellen, ob sie zurückkommt oder nicht, worauf sie denn wohl, was er gesagt hat, laut geschrien hätte, nein, ich komme zu dir nicht mehr zurück, du bist vergessen für mich und sonst alles, ja, und da müsste wohl eskaliert worden sein, da hat mein Vater meine Mutter denn erstochen. Das heißt, er hatte ein Messer bei sich, die Tatwaffe im Auto? Hatte er, ja. Ja. Ist sie im Auto erstochen worden, oder? Nee, das war ein Riesenfeld. Wir waren da, um Kreuz aufzustellen. Und das ist ein Feld, da kann man auch laut mir nicht einfach so hinfahren. Das ist verlassen ohne Ende. Also wir schätzen, meine Schwester und ich, dass es geplant war. Aha. Komplett geplant war. Das heißt, sie ist dann aus dem Auto ausgestiegen oder er hat sie genötigt auszusteigen? Oder vielleicht wollte sie auch fliehen? Kann ja vielleicht auch sein. Genau das ist es. Wir können nur das sagen, was mein Vater vor Gericht sagt. Wie weit entfernt von dem Auto ist sie denn dann ermordet worden? Circa 400-500 Meter. 400-500 Meter. Mhm. Ja. Was ist dann unmittelbar danach geschehen? Hat sich der Täter, also dein Vater, den du wahrscheinlich gar nicht mehr deinen Vater nennen möchtest, hat er sich gestellt oder ist er geflohen? Er hat morgens gegen 9, 9:30, ich meine 9:30 war es, bei der Polizei auf einer Notrufsäule hat er angerufen. Abends war die Tat? In der Nacht? In der Nacht, also die Obduktionsleute da schätzen circa 3 Uhr, 2, 3 Uhr im Zeitraum. Also morgens hat er dann die Polizei benachrichtigt? Genau, und hat dann gesagt, dass er seine Frau umgebracht hätte und dass er da und da stehen würde. Das heißt, deine Mutter war bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht gefunden worden. Nee. Sie befand sich noch auf diesem Feld. Genau. Mhm. Sodass niemand sagen kann, ob sie sofort tot war. Oder kann man das sagen nach der Obduktion? Die sagten, durch die Messerstiche, es waren 13 Stück an Zahl, sie ist durch Erblutung gestorben. Mhm. Also verblutet. Das müsste, genau, das müsste 5 Minuten dann noch nicht mal 2, 3 Minuten gedauert haben, es ging ruckzuck. Mhm. Also er hat sich selbst gestellt? Er hat sich selbst gestellt, ja. Zu was ist er verurteilt worden? Das ist es ja. Er hat, seine erste Strafe war 13,5 Jahren.
Mhm. Er wurde auf Totschlag erstmal verantwortlich gemacht. Mhm. Und sein Anwalt, wenn ich so sagen darf, das blöde Arschloch, auf Deutsch gesagt, hat ihn dann nochmal zu geraten, auf Plädoyer hier, wie heißt das, das Gericht nochmal neu zu erfahren, zu erfassen. Ja, also wegen Befangenheit, oder? Ja, da war was nicht klar mit dem Alkohol. Er sagt, er hätte so und so viel getrunken. Ja. Aber sie können es nicht genau feststellen, ja. Die Leute, die da obduziert haben und so. Und dann gab es nochmal ein Verfahren? Dann gab es noch ein Verfahren. Mit dem Ergebnis? Wurde er ein Jahr minus 12,5 Jahre, wo er aber auch noch nicht mehr zufrieden war. Mhm. Und das läuft bis heute jetzt noch. Das läuft bis heute, aber er ist im Moment im Knast. Er ist noch in Untersuchung. Mhm. Knast. Wie hast du das, wie hast du von diesem unglaublichen Vorfall erfahren? Es war der Morgen. Wir waren dann bei mir zu Hause, beziehungsweise meine Schwester und mir und meiner Familie zu Hause. Mhm. Meine Tante hat bei uns diese Nacht geschlafen mit meinem Onkel. Mhm. Und morgens kam die Polizei von uns, bei uns aus dem Dorf und hat uns mitgenommen zum nächsten Hauptrevier. Ja. Ja, da mussten wir uns hinsetzen. Ein Arzt kam dazu. Ja. Und dann haben sie uns das gesagt, dass mein Vater sich gestellt hat, dass ich meine Mutter gefunden habe. Halt mit dem Ergebnis, dass er leider gestorben ist. Da warst du 15? Da war ich 15, ja. Glaubt man das im ersten Moment? Ich habe es als einen Witz aufgefasst, ganz ehrlich. Wie, als einen Witz aufgefasst? Ja. Mhm. Mhm. Und nach, da wurde das einem schon mehr klar. Mhm. Ja. Was empfindest du deinem Vater gegenüber? Großen, großen Herz. Hast du ihn nach der Tat noch einmal alleine gesprochen? Nein, nur vor Gericht habe ich ihn gesehen. Also ich war noch nie bei ihm. Hat er dich im Gerichtssaal angeguckt? Wo ich ausgesagt habe, war er nicht dabei. Mhm. Und wo ich denn so als hinten als Zuschauer saß, mhm. da guckte er nicht einmal rüber. Mhm. Nicht einmal. Mhm. Wo ich auch froh bin. Ja. Mhm. Das Verhältnis zwischen dir, deinem Vater, deiner Mutter, bevor die so in den Streit kamen, so früher, als du Kind warst, wie war das? Das war eigentlich relativ gut. Man kann schon sagen, eine Bilderbuchfamilie. Mhm. Also kaum, okay, es gibt in jeder Familie gibt es Streitigkeiten oder sonst was. Ja. Nur es war sehr gering. Also es sind keine Erinnerungen so an Gewalttätigkeiten und dann sehr viel Streit oder? Nee, erst ab dem Zeitpunkt, wo meine Mutter einen neuen Freund hatte, hm. wo mein Vater es langsam herausgefunden hat. Wenn so etwas unfassbar, Unglaubliches passiert, guckt man sich ja den Menschen mit ganz anderen Augen an, der das getan hat. Hast du so, wenn du so an früher gedacht hast, ging dir immer wieder durch den Kopf, das hätte ich nie gedacht, dass der solche Abgründe in sich hat? Das hätte keiner gedacht, die ganze Familie hätte es nicht gedacht. Hm. Es gibt ja schon mal so Menschen, die im Jähzorn schon mal so etwas aufflackert, aber das war bei deinem Vater früher nicht so, dass man denken würde, er würde etwas ganz Schlimmes mal machen. Nee, absolut nicht. Gut, das denkt man natürlich bei keinem, aber es gibt ja jähzornige Menschen und Menschen, die irgendwie ganz friedlich sind und wo man eine ganz andere Ansicht hat von den Menschen. Also wie, muss man sagen, gar nicht. Nun sind 3 Jahre vergangen. Ja. Wie gehst du heute mit diesem Verbrechen und natürlich auch mit dem Verlust deiner Mutter um? Es ist schwer. Also das erste Jahr war komplett, die ganze Schule ist hingefallen worden. Mhm. Ich habe Gott sei Dank durch meinen Klassenlehrer noch einen Hauptschulabschluss erreicht. Mhm. Hab dann noch durch meine Tanten und so eine gute Lehre jetzt als Fleischer erhalten. Naja, und da bist du bei im Moment. Da bin ich jetzt tapfer bei, ja. Ja, gut. Mhm. Würde sich deine Mutter auch sehr freuen darüber, dass du das so machst. Denk ich mal, ja. Ja, definitiv. Dein Verhältnis war zu deiner Mutter bis zum Schluss gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Mhm. Mhm. Also noch besser als mit meinem Vater. Mhm. Obwohl das auch gut war. Hast du denn, du hast auch Geschwister, sagtest du gerade, ne? Eine Schwester. Eine Schwester, wie alt ist die? 26. Mhm. Hast du im Kontakt zu deiner Schwester Halt gefunden jetzt in dieser schlimmen Trauerzeit, nachdem das passiert war? Eigentlich eher wenig, mhm. weil meine Schwester ist ziemlich tief runtergegangen mhm. mit Drogen und alles, ja. in der Zeitraum, wo es passiert ist. Ja. Und man muss sagen, Gott sei Dank, sie hat sich im Moment sehr gut gefangen. Mhm. Ja, na klar, man steht sich
zusammen, man hält zusammen alles. Aber das war jetzt kein Richtig mehr, wo man sagen muss, oh toll, sie kann mir helfen. Mhm. Das Gegenteil, ich habe ihr eher geholfen. Hat dir denn jemand geholfen? Warst du beim Therapeuten oder beim Arzt? Nee, das war ich nicht. Da hatte ich meine Familie für. Mhm. Und du hast doch den Eindruck, dass du es eigentlich nicht gebraucht hast oder auch heute auch nicht brauchst? Es gibt Situationen, Weihnachten, Neujahr, da fehlt einem die Mutter, die eigene Mutter. Mhm. Und sie fehlt mir ganz besonders. Ja. Nur ich sag, das Leben geht weiter. Mhm. Es ist schade, es ist verdammt, da kann ich gar nicht ausdrücken, was das für ein Gefühl ist, wenn man seine eigene Mutter mit jungen Jahren verliert. Mhm. Und dann so verliert. Das kommt noch dazu, ja. Also auf jeden Fall. Ja, es ist ja schon ganz schlimm, wenn man einen Elternteil verliert, durch einen natürlichen Tod. Aber durch so ein Gewaltverbrechen. Wahrscheinlich hast du auch 100.000 Mal dir vorgestellt, wie die letzten Sekunden und Minuten deiner Mutter waren. Und dir die Frage gestellt, hat sie gelitten? Die Ängste, die sie ausgestanden hat, wahrscheinlich schon auf der ganzen Autofahrt. Genau, das ist es. Das ist ja alles, wenn man darüber nachdenkt, da will man ja gar nicht über nachdenken, was die Frau vielleicht auch mitgemacht hat. Ja, das Einzige, was mir auch wirklich von ihr jetzt geblieben ist, ist der Hund. Weil der Hund war bei der Tatzeit wohl die ganze Nacht bei meiner Mutter. Die Polizei hat morgens ihm Blut überströmt aufgefunden. Ach, der war mit in dem Auto? Der war mit dem Auto. Mit dem Auto. Mhm. Der war die ganze Nacht bei meiner Mutter am Legen und hat sich bei ihr eingekuschelt und alles. Mhm. Ja. Jetzt läuft das Verfahren, sagst du, läuft. Das läuft noch immer. Ja. Mhm. Das heißt, es kann passieren, dass er noch weniger Strafe kriegt? Kann passieren, ja. Es ist unwahrscheinlich. Aber es kann passieren. Was wirst du machen? Darüber denkst du sicherlich auch nach, wenn er irgendwann mal rauskommt. Ja. Am liebsten vor ihm stellen und dasselbe machen wir mit meiner Mutter. Nur das ist das Problem. Ich bin nicht so wie mein Vater. Du bist nicht so? Ich bin nicht so wie mein Vater. Mhm. Und das ist so gut, Pascal. Darüber wollen wir sehr froh sein. Natürlich, man hat einen Hass. Man will ihm auch was tun. Mhm. Aber ich sag mal so, das Leben geht weiter. Weißt du, Pascal, der hat seine Strafe schon durch die Schuld, die auf ihm lastet. Und wenn er einigermaßen ein wenig sensibel ist oder zu sich gekommen ist im Gefängnis, ist das eine unermessliche Strafe, die er zu tragen hat. Ja. Deswegen dürftest du niemals irgendetwas tun. Niemals, weil das auch deine Mutter nicht haben würde wollen. Mhm. Niemals. Ja. Ich finde gut, dass du diesen Hauptschulabschluss gemacht hast, dass du deine Lehre durchziehst. Mache alles im Sinne deiner Mutter. Ich glaube, das ist das Beste, was du ihr zum Schluss noch als Ehre erweisen kannst, dass du nach ihrem Sinne lebst. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ja. So, jetzt möchte ich aber gerne, dass du mit meiner Psychologin doch auch noch ein paar Worte sprichst. Mhm. Wo du gerade sagst, es kommt ab und zu doch nochmal hoch und an Feiertagen. Vielleicht wäre so eine bestimmte Beratung doch noch ganz gut für dich. Gerne. Ja? Pascal, dann leg bitte auf und die Sabine, das ist meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich an. Alles klar. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Danke, mich, Domian. Tschüss, Pascal. Alles klar, ciao. Tschüss. 0800 220 5050 und hier ist die Kirsten. Und Kirsten ist 21. Guten Morgen. Hi, Domian. Hallo, Kirsten. Oh Gott, der arme Kerl vor uns. Ja, das ist sehr schlimm. Das ist ja ganz übel. Das ist ganz schlimm, ja. Und was geht's bei dir? Weil ich einen Zahnfetisch habe. Ein Zahnfetisch? Ja. Was heißt denn das? Ja, das muss jetzt für dich ganz furchtbar sein. Deine Regie hat mir schon erklärt, dass das für dich ja ganz furchtbar sein muss. Und meine beste Freundin, die ist ein totaler Fan von dir. Durch die bin ich auch an dich rangekommen. Ja. Die hat mir gesagt, dass ich soll doch mal bei dir anrufen, dir das einfach erzählen. Ich bin sehr gespannt. Ein Zahnfetisch habe ich noch nicht gehört. Ja, also jetzt halte ich fest. Ja, ich sitze tapfer auf meinem Stuhl. Ich stehe auf Typen, die ganz, ganz schlechte Zähne im Mund haben. Bah! Bah! Ja. Das heißt, die ganz schlechte Zähne im Mund haben, die auch wie ein Ochse aus dem Mund stinken. Genau. Nee, komm. Ja, doch. Glaube ich dir nicht. Ich finde es schlimmer, wenn einer Zwiebeln gegessen hat oder sowas und nach Zwiebeln riecht. Und so richtig schöner, karies, verfaulter Zahn. Genau. Mit so einem Eitersäckchen vielleicht noch unten im Zahnfleisch. Das ist so dein Geschmack. Na, leider bin ich noch nicht so genau rangekommen. Aber ja, doch, das ist so mein Geschmack, genau. Also, stehst du auf nur auf schlechte Zähne oder auch auf übelsten Mundgeruch?
Ich stehe eigentlich auf schlechte Zähne, aber der Mundgeruch ist ja ein Übel, das man leider dabei hat, aber naja. Ach so, das heißt, wenn der... Wenn er jetzt nicht aus dem Mund riechen wird, wäre es mir lieber. Ach, das wäre dir lieber. Ach so. Aber das nehme ich gerne in Kauf, wenn ich dafür einen Typen hätte, der schlechte Zähne hat. Ja, dann darf ich ja gar nicht lachen, weil meine Zähne in Ordnung sind. Das taunt dich ja völlig ab, ne? Nein, ich hatte auch schon Freunde mit normalen Zähnen. Also so richtig viele schwarze Stummel vorne, ja, abgebrochen, das wäre mein Traum, genau. Schön gelb und so, das ist dein Ding. Ja, da wirst du Radadoll. Ja, genau. Ist das wirklich eine sexuelle Geschichte? Ja, es erregt mich total. Ich fasse es nicht. Macht mich wirklich an. Aber ich muss auch dazu sagen... Stimmt das, was du mir sagst? Bitte? Stimmt das, was du mir sagst? Ja, ja. Aber es erregt mich jetzt bei Typen total, aber ich hatte auch schon Freundinnen in der Schule, so kurze Bekanntschaften, die hatten auch schlechte Zähne, das fand ich auch ganz toll. Ich bin völlig, völlig außer mir, weil ich sowas noch nie gehört habe. Das hat mich aber nicht erregt bei meinen Freundinnen oder so, aber nee, das fand ich auch interessant. Das wäre ja noch schöner, dann wäre ja alles. Du bist ja eine heterosexuelle Frau, gehe ich mal von aus. Ja. Ja. Mhm. Natürlich. Natürlich. Wie ist denn mit deinen Zähnen, mal zwischendurch keck gefragt? Ich habe gute Zähne. Du hast gute Zähne, also ja. Bei dir muss es schon in Ordnung sein. Bei mir muss es in Ordnung sein, aber ich hatte mal ein Zahnproblem an meinem Backenzahn und den habe ich dann so bearbeitet, dass ich meinen Zahn so gesprengt habe. Der Zahnarzt hat mir dann erklärt, dass das Dentin ist, was man sieht. Aha. Das ist dann so ein Stumpf unter dem Zahn, der ist auch so gelblich. Ja, genau. Ja, genau, und ja. Das nennt sich Dentin, hat mir der Zahnarzt erklärt. Ja. Und dadurch habe ich mich dann auch ein bisschen gebildet und weiß jetzt auch, dass die Leute, die verfaulte Zähne haben, bei denen ist es dann teilweise nur noch das Dentin, das man sieht. Ja. Das ist dann auch schon schwarz und angeschimmelt und stinkt. Und naja. Und also wir wollen offen sprechen, ne? Bitte? Wir wollen offen sprechen. Ja. Du küsst solche Männer gerne. Ja. Du fühlst mit deiner Zunge gerne die verfaulten Zähne der Männer. Ja, ich liebe das auch, wenn sie jetzt meinen Körper zum Beispiel küssen und machen und so. Das finde ich total geil. Auch an allen Stellen. Ja, ich finde das toll. Wie kann denn so ein nettes junges Mädchen wie du mit 21 Jahren so drauf sein? Ich weiß es nicht genau. Deine Regie hat mich ja da auch schon auf Mark und Bein geprüft und die haben... Ich habe da als Kind hatte ich ein Erlebnis mit meinem Opa. Der hat immer sein Gebiss aus dem Mund geholt und hat mit seinem Gebiss an meinem Körper rumgezogen, auch an meinen Brustwarzen. Was war mit dem Opa los? Ja, ich fand das als Kind nicht schlimm. Mhm. Da war ich vielleicht 12, 13, als das aufgehört hat und ich habe das bis zum heutigen Tag eigentlich nie schlimm gefunden. Habe mich jetzt meiner besten Freundin anvertraut, der Eva. Der Eva? Mhm. Ja. Ist auch ein ganz großer Fan von dir. Hallo Soll Eva. Ich von ihr grüßen. Dankeschön, Gruß zurück. Jawohl. Aber sag mal mit dem Opa, das ist aber schon... Ja, meine Freundin hat auch gesagt, dass das schon hart wäre. Finde ich schon, ja. Ja. Der hat dann auch, wenn er das Gebiss draußen hatte, mich geküsst, richtig? Und ich habe das aber als Kind nicht so schlimm empfunden. Richtig? Mit Zunge? Mit Zunge, ja. Und ich fand das als Kind jetzt aber gar nicht so schlimm. Also das ist ja nun, finde ich, ganz eindeutig ein sexueller Übergriff. Hat meine Freundin auch gesagt. Ja, definitiv. Wenn der Opa die Enkelin mit Zunge küsst. Ich habe mich auch bisher nur meiner Freundin anvertraut und die hat eben gesagt, ich soll mal dich anrufen. Ja. Vielleicht kommt es ja auch daher, dass ich deswegen vielleicht jetzt da auf so Typen stehe, weil ich habe meinen Opa trotzdem sehr lieb gehabt. Mhm. Also ich finde es auch schon heftig, wenn der Opa sein Gebiss rausnimmt, so lustig das sich auch anhört. Aber ich sollte mich dann auch immer ausziehen. Ja, und die 12-, 13-Jährige an den Brustwarzen mit dem... Ich war auch jünger, also das ging auch schon los, da war ich noch ganz klein, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie alt ich war, als es losging. Ich weiß nur, wo es geendet hat, da war ich dann so 12, 13. Und dann war aber Schluss, da hat er nichts dann mehr gemacht. Dann hat er nichts mehr gemacht. Mhm. Ja, das wäre jetzt so. Vielleicht kommt er daher. Ja, das... Stochern im Nebel, vielleicht hat das seine Ursprünge daher. Wie, ja. wie erinnerst du dich denn, wann fing das an, dass du auf Jungs stehst, die schlechte Zähne haben? Wie warst du da auch so in der Pubertät? Das fing eigentlich damit an, dass es damals diese Zahnspangen, also da ist mir aufgefallen, viele hatten Zahnspangen. Ja, ja. Und die Kinder, die außen Zahnspangen hatten, die fand ich total toll. Ich habe hier mal eine Sendung mit einem Zahnspangenfetischisten gesprochen. Ehrlich? Das ist mir vertraut, ja. Das ist mir vertraut. Ja, vielleicht habe ich das ja auch. Also das finde ich nämlich auch toll. Du lebst eigentlich in der falschen Zeit. Heute, ja, weil die meisten Menschen heute ja die Zähne in Ordnung haben. Wenn du so 50 oder 80 Jahre früher gelebt hättest, wäre das für dich schöner gewesen.
Ja, das stimmt. Ne? Oder wenn du vielleicht in andere Länder reisen würdest, wo man auch auf Zähne nicht so Wert legt oder die Leute nicht so viel Geld haben, sich die Zähne machen lassen. Ja, das stimmt. Da schaue ich mir manchmal so Afrika-Reportagen an. Das finde ich auch ganz erregend. Oder du kannst... Schade, dass es keine Pornos über sowas gibt. Das ist ja unglaublich. Da muss ich eine Afrika-Reportage. Ich glaube, es gibt keinen Menschen sonst auf der Welt, außer dir, der auf sowas steht. Ich sammle auch Zähne, aber da kommt man so schwer dran. Wie wäre es denn mit dem Beruf der Zahnarzthelferin? Der was? Der Zahnarzthelferin. Gibt es dein Buch? Nee, mit dem Beruf der Zahnarzthelferin. Ich habe verstanden, mit dem Buch. Nein. Entschuldigung. Oh, ein Buch hätte ich jetzt auch gerne darüber gelesen. Genau, die Zahnarzthelferin. Schaurige Geschichten aus dem Schlund oder sowas. Nein, im Ernst, was machst du vom Beruf? Ich arbeite in einem Blumenladen, aber nicht gelernt, nur so aushilfemäßig. Wie wärst du mit einer Lehre als Zahnarzthelferin? Habe ich mir auch schon überlegt, aber dazu muss man ja so viel lernen, glaube ich. Ja, aber das ist auch wiederum nicht so gut, weil du dann ja ständig sexuell erregt wärst. Und das würde den Zahnarzt irritieren. Wenn man die Arbeit noch ordentlich ausüben kann, aber das geht dann auf Dauer, wird das auch nichts dann. Wie ist das? Hast du einen Freund im Moment? Nee, leider nicht, aber ich habe einen in Aussicht. Und wie sieht der im ganz Mund? Ganz schlechte Zähne. Aber mit dem habe ich noch nie gesprochen. Der ist auch ganz schüchtern, weil ich habe festgestellt, die Jungs, die schlechte Zähne haben, die trauen sich natürlich auch nicht, den Mund aufzumachen. Nein, die trauen sich auch nicht zu lachen. Genau. Die lachen auch immer so ganz gut. Genau. Und ich bin halt ein Mädchen, ich sehe wirklich gut aus. Und dann trauen sie sich natürlich dann erst recht nicht, den Mund aufzumachen. Ja, wer ahnt denn das auch? Dass so ein tolles Mädchen wie du darauf steht. Ja, das kann man ja, das steht ja nicht im Gesicht geschrieben. Ja, so ist das. Ich würde nochmal auf den Geruch zu sprechen kommen. Mhm. Der Geruch gehört meistens dazu, wenn jemand schlechte Zähne hat. Der hat in der Regel einen üblen Mundgeruch. Ja. Das nimmst du so hin, hast das du gerade gesagt? Ja. Ekelt dich aber abgrundtief nicht. Nicht unbedingt. Das heißt, du kannst auch mal so einen Lungenzug von dem Ekelgeruch nehmen. Ja. Mhm. Nee. Wartet, alles gibt. Ich habe jetzt auch in der Zeitung eine Annonce entdeckt. Ja. Da kann ich mit meinem Hund ins Altenheim gehen, um alte Leute aufzuhalten, weil ich einen Hund habe. Und da sind halt viele alte Leute, die halt auch keine Zähne mehr haben. Und da gehe ich jetzt regelmäßig hin und das finde ich auch sehr erregend. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen blöd, muss ich sagen. Ja. Aber das ist auch sehr interessant, weil die haben auch alle Gebisse. Das ist irgendwie sehr interessant. Ja. Also nicht so, dass mich diese alten Leute jetzt direkt erregen, aber ich finde es halt irgendwie sehr interessant, wenn sie dann so, Also wenn du da hingehst, solltest du da hingehen, um den Leuten was Nettes zu machen und nicht, um dich da aufzugeilen. Um mich aufzugeilen. Ja, das ist doof, das finde ich doof. Mach es nicht. Dann geil dich auf, dann geh irgendwo wo du Leute triffst, die nicht so auf Zahnhygiene achten, aber irgendwo muss auch eine Grenze sein. Könntest du dich denn verlieben in einen Mann, der gute Zähne hat? Ja, natürlich. Das ging schon. Ja, aber im Grunde würde irgendetwas fehlen. Ja, auf jeden Fall. So das große Glück, so wir sind glücklich bis zum Rentenalter, geht nur mit jemandem schlechte Zähne. Genau. Wie wärst du mit jemandem, der schon ein Gebiss hat und das Gebiss rausnimmt? Das wäre toll. Ach, das wäre auch gut. Das wäre toll. Aber du müsstest immer raus und reinnehmen, also variabel sein. So, das klingt alles sehr witzig und sehr, sehr kurios, finde ich. Mhm. Was ich nicht so witzig finde, ist das mit dem Opa. Ich weiß nicht, wie ernst der Hintergrund da ist, ob du da Gesprächsbedarf noch hast. Ja. Würde ich dir gerne anbieten, mit meiner Psychologin im Hintergrund, wenn du das gerne möchtest. Nee, brauche ich nicht. Nee, brauchst du nicht. Nee, das war eine schöne Zeit. Gut. Jo, Domian, kann ich ein Autogramm bekommen und vielleicht noch eins für meine Freundin Eva? Für die Eva mache ich das doch gleich. Ja. Für die Eva. Ich nehme mich total. Du legst auf, wir rufen dich zurück wegen der Anschrift. Ja, und ich habe heute mal wieder was ganz Besonderes gehört, was ich noch nie gehört habe hier. Alles Gute, Kirsten. Alles klar. Tschüss. Kirsten heiße ich. Kirsten, ja. Kirsten, ja. Hast du gesagt, oder? Habe ich gesagt. Okay, alles klar. Ich Kirsten. Wünsche dir auch einen schönen Abend. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, morgen haben wir wieder ein Thema. Morgen heißt unser Thema Engel. Ja, ich möchte mich gerne mit euch über Engel unterhalten, über die wirklichen Engel. Also glaubt ihr an Engel? Gibt es Engel? Könnt ihr Engel sehen? Ich hatte ja mal einmal eine Zuschauerin, die hat immer einen Engel hier bei mir im Studio gesehen. Mein Engel, hat sie gesagt. Und sie hat auch den Namen genannt. Ich habe es vergessen, wie der Engel hieß. Und sie sagt, er ist immer jeden Abend hier im Studio und geht mal so hin und her, während ich spreche. Also glaubt ihr an Engel? Aber... auch im weiteren Sinne könnten wir darüber sprechen. Hattet ihr mal einen Schutzengel? Ist euch irgendwann etwas ganz, ganz Schlimmes passiert? Ein ganz großes Unglück, wo ihr eigentlich hättet vielleicht sterben müssen oder etwas ganz Schlimmes hätte passieren können, aber ihr seid mit blauem Auge davongekommen? Oder ist euch vielleicht ein Mensch ein Engel?
gibt ja so Sachen, so Konstellationen, wo man sagt, dieser Mensch in meinem Leben, das ist ein Engel, das ist mein Engel. Wenn ich den nicht hätte, dann wäre das ganze Leben anders verlaufen. Nicht vielleicht nur die große Liebe, sondern auch irgendein einfach toller Mensch, netter Mensch, der einem in vielleicht auch in sehr schlimmen und traurigen Stunden beigestanden hat. Also unser Thema morgen heißt Engel. Ich bin sehr gespannt, was da so alles kommen wird. Anmelden wie immer über Mail, heute schon unter domian@wdr.de oder sonst morgen anrufen ab 0 Uhr oder halt auch während der Sendung. So, hier ist Jörg. Und Jörg ist 41 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Jörg, um was geht's bei dir? Ich habe ein Thema an mir, also das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Es geht um meine Frau. Wir sind jetzt seit 8 Jahren zusammen, seit 7 Jahren verheiratet und sie hat einen Freund. Sie hat einen Freund? Ja. Seit wann? Das weiß ich nicht genau, das muss auf der Arbeit passiert sein, schon seit längerer Zeit. Und ich komme einfach nicht in das Ergebnis. Es ist folgendermaßen passiert, dass ungefähr vor 4 Wochen meine Mutter hierher kam und hat gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, dass die Haustür verschlossen ist und kam hinten durch die Terrasse rein und sieht auf einmal einen Monteur. Ein Monteur? Ein Monteur, der den Ofen, wir haben einen Backofen, der seit längerer Zeit nicht funktioniert, und kommt rein und merkt sofort, dass da mehr ist als nur Monteurarbeiten. Hat die Mutter gemerkt? Hat meine Mutter gemerkt. Mhm. Woran? Wahrscheinlich an den Blicken. Also ich kam abends nach Hause und meine Mutter sagt auf einmal, sie hat auch vorher mit Freundinnen gesprochen, soll ich es ihm sagen oder nicht, und sagt, meine Frau Sabine, wir haben schon mal vor 8 Jahren miteinander gesprochen, wegen Inkontinenz, die hat einen Freund. Ich natürlich total aufgebracht, komme runter und sage, Sabine, was soll das? Hier war ein Typ, da ist nichts, da ist nichts, mach dir keine Gedanken. Gut, ich habe die Zeit ein bisschen verlaufen lassen. Auf einmal sagt meine Mutter nach ungefähr 2 bis 3 Wochen, da steht ein Auto vor der Tür. Das muss dann ja vorige Woche gewesen sein. Wenn die erste Begegnung vor 4 Wochen war. Ich weiß es nicht, meinen soll. Na gut, also kürzlich, es ist alles noch nicht so lange her. Genau. Und sie ist runtergefahren, hat gesagt, da steht ein Auto vor der Tür, und da habe ich sie nochmal angerufen und gesagt, was ist und was soll sein. Auf einmal stand das Auto auf der anderen Seite. Und da habe ich natürlich von meiner Arbeit blitzartig die Koffer gepackt, bin hochgefahren, die Tür war verschlossen, komme hinten rein, auf einmal sehe ich den Monteur. Wo? Wie er den Backofen macht. Schon wieder? Und da habe ich nur gesagt, was soll das? Wollen Sie eine Ehe zerstören und so weiter? Und habe versucht, zur Rechenschaft zu ziehen. Obwohl er nur am Backofen zugange war? Obwohl er nur am Backofen noch drin, ja. Dran. Und da habe ich natürlich meine Mutter noch gerufen, weil ich war fassungslos und ich bin ein Mensch, der kein Mensch was zuleide tut. Wohnt die Mutter eigentlich dann mit euch im Haus? Oder? Die Schwiegermutter. Ja, wohnt die mit da im Haus? Die Schwiegermutter wohnt im Haus noch und meine Mutter wohnt ungefähr 400 Meter, weil also mein Elternhaus ist 400 Meter im gleichen Ort. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Hat sie gesagt, dass sie mit dem was hat? Nein, aber ich habe die Blicke gesehen. Was? Hat die Blicke gesehen? Ich habe die Blicke von ihr gesehen und sie hat auch später gesagt, dass sie ihn liebt. Also hat sie es doch gesagt? Sie hat gesagt, sie liebt ihn und er hat gesagt, er liebt sie auch. Und wir haben 2 Kinder und das ganze Spiel geht schon die ganze Zeit. Moment. Er hat aber nicht zu dir gesagt, dass er sie liebt. Doch, hat er gesagt. Er hat zu dir das gesagt? Ja. Also es liegt es ganz klar auf dem Tisch, dass die beiden was miteinander haben? Richtig. Sie haben es vor dir quasi eingestanden? Sie haben es gesagt und sie sagt auch die ganze Zeit, dass sie diesen Andi liebt. Und da habe ich nur gefragt, wie soll das weitergehen? Wir haben 2 Kinder. Ja. Und das ganze Techtelmechtel, der geht die ganze Zeit. Ich komme zwar abends nach Hause und sie macht mir auch was zu essen und so weiter. Und wir sind einfach nur am Diskutieren und sie sagt einfach nur, dass sie ihn liebt. Sie kann ihn nicht vergessen, aber sie hat mich auch lieb. Und jedes Mal, wenn ich abends nach Hause komme, gibt sie mir auch einen Kuss und umarmt mich auch heute Abend genauso und sagt, es ändert sich trotzdem nicht an der Situation. Und da habe ich heute Abend gesagt, Sabine, der letzte Grad ist für mich, wir lassen uns scheiden. Das will sie aber nicht. Ich habe gesagt, sie will eine Trennung haben, hetzt meine größere Tochter auf mich auf und ich sage einfach nur, ich kann nur gehen und dann komme ich nicht wieder und da weiß ich nicht mehr weiter. Also, du weißt nicht, wie lange das zwischen den beiden schon läuft. Ich weiß es nicht, nein, das ist ein Arbeitskollege. Das kann man... Moment, ist das ein Arbeitskollege von ihr? Von ihr. Von ihr. Ist sie auch in der Branche tätig, oder wie? Sie ist auch in der Branche tätig und haben heute auch wieder gesehen.
und hat heute Abend gesagt, am liebsten würde ich zu ihm hinfahren. Und, so, es ist schon der Klassiker. Da hat in diesem Fall jetzt eine Frau einen neuen Typ, sagt aber zu ihrem Ehemann, ich liebe dich auch, ich liebe euch beide irgendwie auf meine Art und das ist mein Problem. So, na, das ist verständlicherweise dein Problem. Und verständlicherweise macht dich das auch wütend, wenn sie sagt, ja, ich liebe dich und ich liebe den und ich lass das irgendwie laufen. Sie sagte zu mir, ich hab dich lieb, und sie sagt zu ihm, ich liebe dich. Ach so, noch schlimmer. Noch schlimmer. Richtig. Das heißt, ich hab dich lieb, kann man ja gerne mal so nebenher sagen. Richtig. Oder wenn wir irgendwie E-Mails austauschen, dicken Kussen, das war's. Mhm. Ja, Jörg, ihr müsst wirklich so etwas von Tacheles reden, was mit euch los ist. Sie muss klar sagen, was ist wirklich das Gefühl zu dir? Das macht sie nicht. Was will sie, wie sieht sie die Zukunft? Ich habe ihr heute Abend gesagt... Also, was will sie von dem Typ? Also ich habe ihr heute Abend gesagt, wenn du die Scheidung willst, ist okay, aber ich sehe nicht ein, dass dieser Mann die Erziehung von meinen Kindern übernimmt. Das möchte ich einfach nicht, weil sie sagt einerseits, dass er mit Kindern gut umgehen kann, aber ich sage, darum geht es ja gar nicht. Da müssen ja klar Verhältnisse geschaffen werden. Wie ist es denn mit einer Eheberatung? Wärt ihr beide dafür offen? Will sie nicht. Das will immer derjenige nicht oder oftmals nicht, der irgendwie Dreck am Stecken hat. Und ich sage nur eins, dass hier noch eine andere Person im Hintergrund ist, nämlich meine, ich nehme es auf Video auf, was ich gerade gesagt habe, damit sie das auch morgen mal sieht, wie es mir geht. Mir geht es hundsmiserabel schlecht. Ich habe 6 Kilo abgenommen. Ja, okay, jetzt keine Jammereie. Ich stehe auf deiner Seite. Das musst du mir gar nicht lange noch erklären. Ich finde, dass deine Frau eine Entscheidung treffen muss. Sie wird es schon tun müssen. Oder du entscheidest. Dann wird sie entschieden. Domian, ich liebe sie noch immer. Ja gut, aber du willst ja diesen Zustand auch nicht auf Dauer weiterführen. Nein. So, also muss irgendein, wenn auch schmerzlicher Einschnitt stattfinden, für wen auch immer. Das kann man vielleicht eine Weile so laufen lassen. Aber letztendlich ist das nicht tragbar. Für keine Person, für keine beteiligte Person. Richtig. Deine Frau muss sagen, was sie will. Sie hat doch gesagt, die Trennung. Da habe ich gesagt, Stopp. Sie hat gesagt, die Trennung? Ja, und da habe ich gesagt, also, dann reicht die Scheidung bitte ein, aber das will sie nicht. Ja gut, aber wenn sie schon so weit ist und sagt, ich will die Trennung, dann ist es schon, ist aber alles schon ziemlich im Bach runter bei euch. Ich weiß nicht. Aber hallo. Mir geht es um die Kinder. Ja, ist mir schon klar. Ich möchte nicht, dass dieser andere Mann meine Kinder erzieht. Darum geht es. Ja, aber du wirst dich irgendwann aber auch den Gegebenheiten hingeben müssen und auch akzeptieren müssen, wenn sie sagt, dass sie sich trennen will, dann müsst ihr eine ordentliche Regelung finden für die Kinder. Und dann wirst du auch nicht verhindern können, dass die Kinder auch ab und zu zusammen sind mit dem neuen Mann. Das ist dann halt so. Da hast du nicht ganz Unrecht. Das ist so. Du musst natürlich jetzt auch eine gute Figur machen, indem du eine klare Haltung hast. Wenn sie sich schon anfängt zu entscheiden, und das hört sich ja fast so an, dann ist das auch so. Dann musst du es auch hinnehmen. Da hast du nicht ganz Unrecht, ja. Ihr dürft euch bloß nicht zerfleischen, das dürft ihr wegen der Kinder nicht machen. Ja. Das ist so wichtig, dass ihr beide euch am Riemen reißt, ihr seid erwachsene Leute. Es wäre doch wunderbar, wenn ihr eine gute Ebene finden würdet, eine freundschaftliche, wie auch immer, ist immer so leicht gesagt mit der freundschaftlichen Ebene, aber dass ihr beide weiterhin Mama und Papa für die Kinder seid. Das ist ganz wichtig. Was ist dein Rat? Deshalb rufe ich an. Mein Rat ist, dass ihr zusammen euch setzt und klar einen Plan macht, was in der nächsten Zeit passieren wird. Mhm. Und wenn es darauf hinausläuft, dass ihr euch trennt oder erst einmal trennt, dann macht das auch. Wenn sie sagt, das ist so, wenn sie sagt, ich liebe diesen Mann, diesen Neuen, und dich habe ich noch lieb, dann ist das eigentlich auch schon eine Aussage. Mhm. Und wenn sie keine Chance mehr sieht in eurer Ehe, dann ist das eine Aussage. Mhm. Wenn sie sagt, ich will mich nicht von meinem neuen Typ trennen, ist das die klarste Aussage der Welt. Mhm. So, und danach müsst ihr euch richten. Das ist natürlich für dich sehr, sehr schmerzhaft, weil du deine Frau noch liebst. Du bist der Verlassene, du bist verletzt. Das ist mir völlig klar, dass es dir nicht gut geht. Mhm. Aber da musst du jetzt auf die Zähne beißen und durch. Mein Lieber. Da hast du recht, ja. Und wenn du nicht klarkommst für dich, dann kannst du ja vielleicht auch mal 1, 2, 3, 4 Mal alleine in eine Eheberatung gehen. Dass du auch noch mal so nur eine Rückhalt hast von einem Fachmann. Ich habe mir auch gedacht, schon in letzter Zeit, irgendwie, dass ich irgendwo mal alleine irgendwo hingehen, eine andere Frau kennenlernen, aber da ist mein Herz nicht
irgendwie frei. Ja, glaube ich auch nicht. Erstmal müssen die Verhältnisse geklärt werden und dann kannst du auf neue Ausschau gehen. Ich würde dir gerne jetzt noch an die Hand reichen, eine Adresse von der Eheberatung für den Fall, dass du vielleicht doch oder vielleicht ihr beide doch noch euch entscheidet, dahin zu gehen. Das wäre toll von dir. Dann legst du auf und meine Psychologin, die Sabine, ruft dich an und dann wünsche ich dir für die komplizierte Zeit, die wahrscheinlich jetzt ansteht, alles Gute. Ich danke dir vielmals. Alles Liebe, Jörg. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ich muss zwischendurch mal kurz was in eigene Sache sagen. Ich möchte an dieser Stelle, ich gucke jetzt auf die Uhr, jetzt ist das schon geschehen, wir haben den neuen Tag. Ich möchte ganz, ganz herzlich meine Mama zum Geburtstag gratulieren. Die wird heute 75 Jahre und sie hat ein sehr schweres Jahr hinter sich und ich wünsche ihr von ganzem Herzen, dass sie gesund bleibt und dass sie noch viel Glück erleben wird in den nächsten Jahren. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute von dieser Stelle, Mama. So, hier ist Sandra. Und Sandra ist 64 Jahre alt. Hallo, Sandra. Nee, ja, nicht 64, was, oh Gott, was sag ich? 34, entschuldige. Ja, richtig. Sandra, um was geht's bei dir? Ja, ich wollte über meine Kinder erzählen, also über meine Mutter. Was ist da passiert? Also ich bin als Kind mehrmals missbraucht worden. Mhm. Von wem? Von meinem Lebensgefährten, von meiner Mutter. Ja. Und zwei Freunde waren dabei. Wie alt warst du da? Circa 6, 7 Jahre alt fing es an. Und wie lang ging es? Bis 14. Bis 14. Von dem Lebensgefährten deiner Mutter? Ja, und das Schlimmste daran war, also auf die Lebensgefährten und auf die Männer bin ich gar nicht mehr so richtig böse. Nur auf meine Mutter, weil die dabei saß. Immer? Die war immer dabei. Immer? Ja. Deine Mutter war dabei, wenn ihr kleines Mädchen... Ja, sie saß also in den Raum... Ich muss auch sagen, sie hat sehr viel getrunken. Sie hatte auch sehr viel Geldprobleme. Mhm. Ich vermute auch, dass sie Geld bekommen hat. Ich weiß es aber nicht. Was ja völlig wurscht ist und es nicht entschuldigen würde. Mhm. Auch nicht ansatzweise. Nee. Was haben die Männer mit dir gemacht? Ja, also immer zwischendurch. Sie haben immer gewechselt. Da haben sie sich mehrmals missbraucht. Mhm. Meistens wurde ich auch im Bett gefesselt. Mhm. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass der Raum meistens auch manchmal dunkel war. Und die Männer haben mit dir Geschlechtsverkehr praktiziert? Ja. Mit auch schon dem kleinen Mädchen von 6, 7, 8 Jahren? Ja. Mhm. Das heißt also, du bist in deiner Kindheit unzählige Male vergewaltigt worden? Mehrmals. Mhm. Aber meistens waren immer nur Wochenenden. Mhm. Dann wurden meine Geschwister meistens weggebracht. Es gab noch andere Geschwister? Ich habe noch zwei Geschwister. Waren die damals älter als du? Oder? Eine, die ist älter, eine, die ist jünger. Ja. Aber die eine, die ist in Klinik, weil die hat sich schon mehrmals versucht umzubringen. Das heißt, man hat mit ihr auch sowas gemacht? Ich vermute es, sie redet nicht darüber. Ja, du hast das damals aber nicht mitbekommen, dass die anderen Kinder Nein, auch... Nein, gar nicht. Mhm. Ich habe mich ja quasi ganz zurückgeschlossen, ich habe mit keinem Menschen mehr geredet. Ja. Ich durfte auch kaum raus. Ja. Man hat mir auch immer gedroht, wenn ich was sage, würde was Großes passieren und mir würde aber so keiner glauben. Was hat er dir denn gedroht, was passieren würde, wenn du irgendetwas sagen würdest? Würde meiner Mutter was passieren. Aber deine Mutter war für dich doch auch kein Halt mehr? Oder hast du sie dennoch als Halt empfunden? Ich habe es immer wieder versucht. Ich habe immer ihre Nähe gespürt. Also ich wollte sie spüren. Wenn sie mit in dem Raum war und das immer so war, dass sie im Raum war, wenn etwas passierte, ja. Hast du gejammert? Hast du um Hilfe gerufen? Mama, hilf mir? Oder? Nee, ich weiß nicht, wie so ein Schock. Ich konnte gar nicht reden. Mhm. Also ich wollte schreien, aber es ging nicht. Mhm. Du hast gesagt, bis zum 14. Lebensjahr ging das. Ja. Wie kam es, dass du dann davon befreit wurdest? Ich habe da einen Tag, konnte ich nicht mehr, da habe ich die Tabletten genommen. Mhm. Die alle, die ich gekriegt habe, bin dann auch im Krankenhaus gekommen. Mhm, war da 3 Wochen in der Klinik. Mhm. Da haben auch Ärzte mich gefragt, was los war. Mhm. Aber ich konnte nicht reden, habe auch gelogen. Ja. Und da wollte ich auch nicht mal nach Hause, dann bin ich zu meiner Oma hingekommen. Mhm. Und da hat es so langsam aufgehört. Und die Oma war gut zu dir? Die war die Einzige, die gut zu mir die war. Die gut zu dir war. Und musstest du dann auch noch ab und zu mal nach Hause? Oder? Ich
musste schon, aber ich bin nicht gegangen. Ja, das heißt, du hast dann aber auch ganz Ruhe gehabt oder kam es dann doch nochmal ab und zu vor? Ab und zu kam es schon nochmal. Und wie entstand das, dass es dann nochmal geschehen ist? Ja, das ist für mich das ganz Schwierige daran, weil ich muss wiederum sagen, ich habe es freiwillig hintergemacht, weil ich habe gedacht, meine Mutter will mich dann lieben. Mhm. Ich habe immer gedacht, wenn ich das getan habe, dann gibt es mir ein bisschen Liebe, was ich nie gekriegt habe. Mhm. Der Oma hast du aber auch nie was erzählt. Die hat es vermutet, die hat immer gefragt, aber ich habe mir niemals getraut, was zu sagen. Ja. So, nun sind da ja über Jahre schwere Verbrechen begangen worden. So ja. Muss man das ja sagen. Was ist denn mit dem Mann und was ist mit deiner Mutter heute? Ich habe keinen Kontakt mehr. Ich bin mit 17 und ganz weg abgehauen. Mhm. Und ich weiß zwar noch, dass sie noch Kontakt haben. Dass die noch zusammen sind, oder? Zusammen, ich weiß nicht, dass sie Kontakt haben, also dass sie ab und zu noch da ist. Du hast damals keine und auch später nie eine Anzeige erstattet? Ich wollte es machen, aber es hält mich zurück, weil sie irgendwie meine Mutter ist. Echt, das hält dich zurück? Ja. Dass du heute, du hast jetzt wie viele Jahre, ja ganz ganz viele Jahre keinen Kontakt mit ihr gehabt, seit dem 17., 18. Lebensjahr, kann man das sagen? Ja, richtig, aber ich weiß, dass meine andere Schwester noch an ihr hängt und ich möchte nicht irgendwie dazwischen sein. Ich finde, dass deine Mutter sich auch eine große Schuld auf sich geladen hat und Mittäterin ist. Ja, das weiß ich ja. Ich bin auch zurzeit noch in therapeutischer Behandlung. Mhm. Er hat mir auch dazu geraten, aber ich denke immer, man glaubt mir nicht, weil ich jahrelang immer eingeblößt gekriegt habe, mir glaubt keiner. Mhm. Interessant wäre natürlich auch wenn es möglich wäre, die Aussagen der anderen Kinder zu bekommen, was mit denen geschehen ist. Vielleicht ist es ja genauso abgegangen und abgelaufen mit denen. Ja, dann wäre es für mich einfach, aber die redet nicht. Hm. Ist das schon verrückt, wie man so funktioniert, dass du, obwohl deine Mutter dir so viel Leid angetan hat und deine Mutter nie eine Mutter für dich war, dass du sie sogar heute noch schützen willst? Ja, das verstehe ich selber auch nicht. Das ist schon wahnsinnig. Das ist schon wahnsinnig. Diese Frau hätte die Macht gehabt, dich aus dieser Hölle rauszuholen. Sie hätte die Macht gehabt, das alles zu verhindern und sie hat es nicht getan. Und wenn sie sogar noch Geld dafür bekommen hat, ist das Ganze noch viel schlimmer, aber das Ganze ist schon so schlimm, dass man es gar nicht ausdrücken kann. Das weiß ich selber. Ich auf einer Art will ich ja gerne eine Anzeige machen, aber ich habe noch nicht den Mut. Mhm. Aber du bist in einer therapeutischen Behandlung. Ja, richtig. Schon länger? Ja, schon länger. Also jetzt ein Jahr und davor war ich 4 Monate in der Klinik. Ah ja. Fühlst du dich in der jetzigen Behandlung wohl? Ja, sehr wohl. Ja. Das heißt, hast du einen guten... Ich komme da sehr gut klar. Ich habe gelernt, darüber zu reden. Ja. Und ich gehe ja auch offen darüber, wie also damals. Ich habe zwar jetzt noch die Bilder nachts, aber ich komme jetzt damit besser klar. Ja. Wie lebst du eigentlich heute? Ich bin verheiratet. Du bist verheiratet? Ich bin verheiratet. Ich habe einen Mann kennengelernt, mit dem ich darüber reden kann. Ja. Den mir alles anvertrauen kann, der mir auch Zeit gibt, weil ich bin manchmal sehr schwierig. Das glaube ich, ja. Er kann damit umgehen. Hast du Kinder? Ich bekomme keine. Du bekommst keine? Nein. Du sagst das mit so einem Zögern. Woran liegt das? Hat das damit zu tun? Ja. Ich habe in der Unterleib ist irgendwas kaputt gewesen. Mhm. Musste leider entfernt werden. Mhm. Aber ich muss auch wiederum sagen, ich auf einer Art bin ich auch froh, dass ich keine Kinder habe. Mhm. Das heißt, das ist auch eine Folge dessen, was man dir angetan hat, dass du keine Kinder kriegen kannst. Richtig. Mhm. Das heißt, du hast damals als Kind hast du da auch große Schmerzen aushalten müssen? Ja, ich war ja auch mehrmals in der ärztlichen Behandlung. Aber da hätte man das doch von Seiten der Ärzte sehen müssen, dass da was nicht stimmt. Du warst als Kind in ärztlicher Behandlung und man hat dein Unterleib untersucht. Ja, aber ich kann mich nur an den Bruchteil erinnern. Ich weiß auch, dass Jugendamt alles da war. Mhm. Aber es ist nichts passiert. Unglaublich. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Fall, wo, wenn man das jetzt genau... Ja, aber ich kann nur damals daran erinnern, der Lehrer, der hat wohl Jugendamt eingeschaltet. Mhm. Und andere Leute auch, aber es ist nichts... Du hast gerade gesagt, da musste was operiert werden bei mir. Ja. Wie alt warst du, als die Operation stattfand? Da war ich schon ein bisschen älter, war ich 16, 17. Mhm. Aber der Arzt sagte, da muss ich aber schon jahrelang gehabt haben. Mhm. Das wurde immer schlimmer. Mhm. Mhm.
Und war das für den Arzt klar, dass das eine Spätfolge einer Ja, er hat mich drauf angesprochen. Ah ja, der hat dich drauf angesprochen. Hast du gerade angedeutet, dass dein Psychologe oder deine Psychologin auch dazu rät, dass du deine Mutter anzeigst und ja. den juristischen Weg gehst? Ja, ja hat er, sagt er jedes Mal. Nicht nur alleine wegen meiner Mutter, auch wegen die Männer, weil nicht, dass sie dann auch weitermachen. Ja, also so von außen als objektiver, als fremde Person, der du das so erzählst, die ich bin, finde ich das auch. Ich finde es ganz, ganz wichtig und unbedingt nötig, weil man ja nicht weiß, was in der Tat da noch Schlimmes passiert, welches Unwesen sie oder er heute noch treibt, mit anderen Kindern. Das ist es ja. Ich weiß ja auch den Namen alles noch. Jedenfalls vom einen. Ich möchte dich von meiner Seite aus sehr ermutigen, das zu tun, Sandra, wenn du das schaffst. Aber wenn du einen guten Psychologen an deiner Seite hast, der dich auch unterstützt, finde ich das. Er will mir dabei helfen, finde ich eine gute Voraussetzung. Alleine schafft man das unter Umständen nicht, aber wenn du jemanden an deiner Seite hast, einen fachkundigen Menschen, ist das schon sehr wichtig. Ich würde dich ermutigen, es zu tun. Ja, nur meine Angst ist immer, dass man mir nicht glaubt und. Ja, aber das könnte man ja erstmal mit einem Rechtsanwalt besprechen und gemeinsam mit dem Psychologen und dass man einfach mehrere Meinungen einholt, bevor man dann das ganz große Ding in die Gänge setzt. Ich werde mal drüber nachdenken. Ja. Also ich wünsche dir auf jeden Fall, egal was jetzt passiert, ganz viel Kraft und alles Gute, Sandra. Wirst wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viel Kraft brauchen, um all dieses Grauen aufzuarbeiten, was du hast erleiden müssen. Viel Kraft und alles Liebe wünsche ich dir. Dankeschön, Domian. Auf Wiederhören, Sandra. Wiederhören. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf morgen. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema Engel. Ich möchte gerne mit euch über die Frage diskutieren, gibt es wirklich Engel? Und was machen die Engel? Wo leben denn die Engel? Was tun die so den ganzen Tag? Würde auch gerne sprechen mit euch über Schutzengel. Vielleicht wart ihr einmal in einer sehr ernsten, dramatischen Unglückssituation und irgendein Zufall, man könnte es Zufall nennen, aber man könnte es auch nennen, ein Schutzengel hat euch da rausgeholt und ihr habt überlebt oder seid irgendwie halt gut da rausgekommen. Oder vielleicht ist in eurem Umfeld ein Mensch, von dem ihr sagt, das ist einfach ein Engel. Wenn der nicht wäre, dann würde ganz vieles hier bei uns schieflaufen oder vieles wäre in meinem Leben schiefgelaufen. Der hat ganz wichtige Sachen für mich getan, sodass ich dem so viel zu verdanken habe, wie ich es vielleicht gar nicht ausdrücken kann. Thema Engel, das ist morgen unser Thema. Wir sind um 1 Uhr wieder da. Da könnt ihr euch während der Sendung natürlich melden und eine Stunde vorher auch unter unserer bekannten Nummer. Thorsten ist hier. Thorsten ist 36. Guten Morgen, Thorsten. Ja, hallo. Hallo, Thorsten. Weswegen rufst du mich an? Ich bin verliebt. Das ist doch gut. Ja, aber leider unglücklich. Das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Nee. Ungefähr schon seit, fast 2 Jahren. Meine Frau, die ist 23. Und, das ist, langsam wird's ein Problem. Warum unglücklich? Ja, weil, ich habe sie kennengelernt. Sie ist die Ex-Freundin von meinem Ex-Nachbarn. Der wohnt jetzt nicht mehr hier. Die Ex, kannst du mal ein bisschen näher ans Telefon gehen? Das klingt zu weit weg. Besser so? Ja, die Ex-Freundin von dem Ex-Nachbarn. Ja, genau. Und so habe ich sie quasi kennengelernt, weil wir dann öfter mal was zu tun hatten, also mein Nachbar und ich, beziehungsweise Ex-Nachbar. Und das hat sie dann irgendwie, wie das dann halt so ist, ne? Man sieht eigentlich gar nicht so mein Typ. Man hat ja mal so ein gewisses Raster. Irgendwo, aber da passt sie nun gar nicht rein, aber irgendwie hat das dann noch bei mir Klick gemacht. Ja, hat es denn bei ihr auch Klick gemacht? Nee, weiß ich nicht. Also ich habe sie ja nicht gefragt, weil sie das ja auch nicht weiß. Wie, die weiß das seit 2 Jahren nicht? Die weiß das seit 2 Jahren nicht, genau. Hör mal, wo siehst du sie denn? Wo und wann siehst du sie? Also gestern habe ich sie zum Beispiel gesehen, gestern waren wir essen. Achso, ihr habt schon einen Kontakt habt ihr mit mir? Ja, wir haben noch so Kontakt. Ab und zu mal? Ja, so einmal die Woche ungefähr. Ach doch, einmal die Woche. Vielleicht auch mal alle 2 Wochen und wir schreiben uns mal SMS oder so. Und es ist noch nie was passiert zwischen euch beiden? Nein. Kein Händchen halten, kein Küsschen? Nein. Geschweige denn irgendwas anderes? Geschweige denn irgendwas anderes. Hat sie denn einen Freund im Moment?
Im Moment nicht. Sie hatte danach nach ihrem, oder nach meinem Ex-Nachbarn, nochmal kurz für einen Monat oder so, aber das war wohl auch nicht der Richtige. Warum gehst du denn nicht näher an sie ran und ein bisschen offensiver an sie ran? Ja, das Problem ist, ich sag mal so, wir haben so eine gewisse Vertrauensbasis und sie erzählt mir auch Sachen, die sie vielleicht irgendwie auch anderen nicht erzählt. Ja. Und ah, verstehe, da ist ja schon haben sich schon Rollen entwickelt. Ja, ihr seid genau. Vielleicht wie gute Bekannte oder Freunde miteinander. Genau, weil ich auch ein bisschen älter bin, habe ich da auch ein bisschen mehr, klingt doof, ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Und dann fragt sie mich halt auch mal irgendwelche so Sachen und was ich davon halte. Und das heißt, das wäre dir jetzt peinlich, wenn du diese Rolle sprengen würdest und in diese Richtung gehen würdest? Peinlich würde ich das nicht sagen, aber es würde wahrscheinlich irgendwie einiges kaputt machen, denke ich mal. Natürlich. Und dann würdest du hochpokern. Ja, und es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie Komplexe habe oder so. Ne? Ich meine, ich bin zwar nicht hier Brad Pitt oder so, aber scheiße sehe ich auch nicht aus. Aber es ist irgendwie eine andere Basis. Hat sie denn noch nie, meinst du das, hat sie noch nie gewittert, dass du letztendlich in sie verliebt bist? Ja, manchmal habe ich das Gefühl schon, aber manchmal irgendwie auch nicht. Du hältst dich also sehr zurück? Ja. Du flirtest kaum mit ihr, sondern bist einfach nur freundlich und man trifft sich und unterhält sich und genau, ich sage hier schon, Mensch, du siehst auch hier erstmal besser aus, wenn ich dich sehe oder solche Sachen, ne? Okay. Aber so, ne? Mensch, hast du die Haare geschnitten, auch wenn sie nur 5 Zentimeter kürzer waren und so. Ja. Also, aber das ist ja so das übliche, die üblichen Nettigkeiten, die man so austauscht. Ja, austauscht, genau, ich will ja auch nicht zu viel verraten. Leidest du sehr darunter, dass du sie nicht bekommst? Ja, irgendwie mittlerweile schon. Na, das glaube ich aber auch. Wenn man verliebt ist, wenn man wirklich verliebt ist, und wenn man zwar, dann ist so eine freundschaftliche Ebene eine Folter, finde ich. Ja. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe sowas auch hinter mir. Das ist grauenhaft. Sagen zu mir auch. Ja, man versucht das immer so schön zu reden. Ja, wir sind gute Freunde und ich habe Angst, dass das kaputt geht oder so. Alles Quatsch. Wenn man verliebt ist, dann muss man das sagen. Und wenn es dann kaputt geht, dann geht es halt kaputt. Dann man muss auch was in die Waagschale werfen. Wenn man, es kann aber auch sein, dass es überhaupt nicht kaputt geht, dass es dann danach erst richtig aufblüht. So. Und das Risiko muss man eingehen. Ich warte irgendwie immer noch irgendwie auf den richtigen Zeitpunkt. Ich weiß auch nicht. Ach, Thorsten, du hast 2 Jahre auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Jetzt ist der Zeitpunkt fast völlig wurscht. Da ist jeder Zeitpunkt richtig quasi, wenn ihr euch seht und ihr euch nett unterhaltet und das ist dann mit schlagendem Herzen, muss man dann mal ein Geständnis machen. Ja. Willst du denn so noch viel... Bitte? Das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Aber so sage ich, genau. aber willst du denn die nächsten Jahre noch so leben? Nee. Nee, ich versuche das ja auch schon so ein bisschen für mich so abzuhaken, dass das nicht klappt so. Und ich schaffe das mir auch mal so ein paar Stunden nicht an sie zu denken. Aber dann ist es wieder da. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Sache dich auch blockiert, du kannst dich auch nicht in eine andere Frau verlieben. Nee, ich... Du hast nur sie vor Augen. Für andere Frauen keine... Also. Ne, keine Augen im Moment. Was reden wir? Du musst handeln. Ich weiß. Du musst handeln. Ich will mir ja noch dann, ne? Ich wollte mir nur so eine noch eine Meinung anhören. Von noch jemanden, einen richtigen kennt, ne? Tritt in den Arsch holen von dem Domian? Ja, von jemandem, den ich halt nicht kenne. So. Wir haben immer, und druckst du dann rum und so... Ne? Mhm. Ich sag, ja, kannst du doch ruhig sagen, was du davon hältst oder so. Nein, ich vertrete ja wirklich immer die Meinung, dass man für die Liebe was riskieren muss. Wenn du wirklich für dich überzeugt bist, und das scheint mir so zu sein, dass du wirklich verliebt in diese Frau bist, oder? Ja, aber andererseits ist sie ja nun wahrscheinlich nicht. Weiß man's? Sie ist ja, wie gesagt, 13 Jahre jünger. Ach Gott, ja, das ist doch egal. Und, du bist 36, ist 23, na gut. Und so, wenn wir uns unterhalten, so von aus diesen Gesprächen höre ich so ein bisschen, oder meine ich rauszuhören, dass ich nicht so die Chancen hätte, theoretisch, weil ich, aber wie gesagt, sie weiß es ja nicht. Und wie sagen die Norddeutschen, das ist spürten Kickerei, oder wie sagen die das? Das ist so, du mutmaßt, das sind alles nur Vermutungen. Du musst handeln, Thorsten, wirklich. Ja, ich weiß. Mehr weiß ich nicht zu sagen. Nicht. Ja, da kann dir keiner mehr helfen. Das musst du, du musst es schon tun und du musst es aussprechen. Es ist dein Leben und es ist dein Glück hinterher, was du in der Hand hältst. Ja, oder halt Pech in deinem Leben, ne? Bitte?
Oder halt Pech, je nachdem. Ja, aber so ist es im Leben. Mein Lieber, ran! Ich wünsche alles Gute und toi, toi, toi. Ja, und ne, schöne Grüße und ja, fand ich gut, dass du deiner Mutter übrigens gratuliert hast. Ja, das freut mich, dass du das gesagt hast. Ne? Ja, und das Mädel vor mir, das tat mir ja wirklich leid, ne? Ja, das war schlimm. Das finde ich allerdings auch, ja. Das ist richtig finster. Ne? Lieber Thorsten, alles Gute. Ja, ich danke dir. Und viel Glück wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Danke, tschüss. Carola ist hier. Carola ist 50. Guten Morgen. Guten Morgen, du mir. Hallo Carola, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin. Ja. Um was geht's denn bei dir? Ja, ich habe heute eine schlimme Nachricht über den Einzelverbindungsnachweis meines Telefons bekommen, dass mein Lebensgefährte zweigleisig fährt. Was heißt das? Also das heißt, diese gewissen Telefonnummern. Ja, so Sex-Hotline. Also, richtig. Ja. Dass es jetzt nicht nur mit Frauen zu tun hat, sondern dass das auch Männer beinhaltet. Wusstest du denn schon, dass er Frauen anruft? Ja, 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 ja. Ach, das wusstest du? Ja, freilich, seit 2 Jahren schon. Und das macht dir nichts aus? Doch. Doch. Doch, doch. Ich habe alles abgestellt, Telefon, Handy, Internet und so weiter. Ja. Aber es hat nicht gefruchtet. Moment, du hast alles abgestellt und trotzdem hat er jetzt, was heißt abgestellt? Ja, also abgestellt heißt, Telefonnummern wurden gesperrt. Ja, man kann das ja auch unterbinden, dass man solche Nummern nicht anrufen kann. Dann im Internet, ich musste mit 50 lernen, mit Computern umzugehen. Komisch, ne? Naja. Ich hab's begriffen und hab ihm praktisch einen Stein in den Weg geworfen und er ist sehr sauer geworden, weil ich habe alles fotokopiert, also beziehungsweise gedruckt und da war er sehr begeistert, ne? Was ich da rausgelassen habe und mittlerweile Handys gesperrt und jetzt geht's auf der anderen Seite weiter. Wie ist es ihm denn gelungen, diese Gay-Hotline anzurufen? Ich weiß es nicht, wo die Nummern herkommen. Ich kann es nicht sagen. Also die lässt deinen Anschluss zu, dass man da noch anrufen kann? Also das sind Handys. Ja. Die sind Handys, die eben ich den Einzelverbindungsnachweis kriege. Und heute habe ich einmal die zweite Nummer angerufen, weil es sind nur 2 Nummern immer. Mhm, und bei der zweiten bin ich total... Es war eine schwule Nummer. Ja, es war eine Gay-Nummer. Und ich war sehr entsetzt, weil er eigentlich von diesen Sachen nichts hält, sondern... Wie lange seid ihr jetzt zusammen eigentlich schon? 2 Jahre. Ach, erst 2 Jahre? Schon. Naja, ich dachte, es wäre eine sehr lange Beziehung. Mit Höhen und Tiefen... Mit Liebe, mit allem, aber... Und dass er auch irgendwie Interesse an Männern hat, war dir völlig fremd bisher? Das weiß ich. Also seit heute erst. Ich werde ihn wahrscheinlich auch morgen drauf ansprechen. Ja. Weil heute war es nicht möglich, weil der war wegen unterwegs. Und aber wenn er so scharf drauf ist, immer zu irgendwen anzurufen, egal ob es nur Frauen oder Männer sind, ist er denn sehr unzufrieden in eurer Beziehung? Spricht er darüber? Das kann aber nicht sein. Er hat ja das Leben begonnen in Frankreich. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen? Er hat das Leben wie Gott. Ja, doch. Bei dir? Bei mir. Und ich sag da auch immer wieder. Habt ihr guten Sex, ihr beiden? Ja, doch. Also kann man sich wirklich auch nicht beschweren. Ich meine, es sind Sachen, die ich nicht kannte. Ja. Er ist ja doch 13 Jahre jünger. Ja. Und man versucht doch auf derselben Wellenlänge zu. Aber wie hat er das denn zum Beispiel erklärt, dass er die Frauen-Hotlines da angerufen hat? Eigentlich nie. Es stimmt immer nicht. Es ist nicht wahr. Es ist alles im Handy eingegeben und er hat halt aus Versehen drauf gedrückt. Ach so, verstehe. Genau wie im Internet, die Seiten erscheinen plötzlich und es ist alles gar nicht wahr. Dann wird er das wahrscheinlich mit dieser Gay-Nummer jetzt auch abstreiten. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Aber ich werde an deiner Stelle auch schon erstmal sehr irritiert, wenn ich erfahren würde, dass mein Partner dann auch noch auf das andere Geschlecht steht. Oh. Aber grundsätzlich wäre ich auch sehr irritiert, dass er das ständig macht und würde mich fragen, warum macht er das? Und das zudem auch noch. Ja, das kostet Geld. Ja, klar. Ja, seit 3 Monaten ein Handy. Im ersten Monat waren es 167 Euro. Ja. Im zweiten Monat, ich habe ihn gewarnt, waren es 600. Boah. Im dritten Monat, jetzt die Abrechnung am 4., 122. Hat er denn so viel Kohle, dass er das gut... Nee, gar nicht. Das kommt auch noch hinzu. Nö, das darf ja niemand wissen. Carola, meine Sendung ist...